Kennt ihr das auch? Ihr wollt einfach ein Foto von einem Arbeitsblatt machen, das ist total zerknickt und zerknautscht und wenn ihr ein Foto macht, das ist total krumm und schief und man kann nichts richtig erkennen. Ja, am liebsten wollt ihr das Blatt in die Tonne kicken, aber ich habe einen Tipp für euch, wie ihr es trotzdem ganz gut hinbekommen könnt. Schönen guten Morgen zusammen. Heute möchte ich euch erklären, wie ihr eine richtig coole, praktische App für den Alltag mit dem iPad, mit dem iPhone, mit Android-Smartphones benutzen könnt. Die App, die ich euch vorstellen möchte, heißt Office Lens. Viel Spaß! Office Lens kommt von Microsoft, ist also auch mit deren Produkten kompatibel, ist vielleicht ganz praktisch für den einen oder anderen. Es gibt natürlich Alternativen zu Office Lens und da möchte ich auch gar nicht irgendwie Werbung für machen, aber ich finde die Office Lens App am gelungensten von den ganzen. Also ihr könnt natürlich andere ausprobieren, aber warum braucht man überhaupt so eine Scanner-App? Ihr kennt das vielleicht selber. Man möchte ein Foto von irgendeinem Blatt Papier machen und das ist ein bisschen geknickt und dann sieht das so komisch aus. Und dann kann man das natürlich ein bisschen nachbearbeiten, aber so richtig gut wird das halt eben nicht. Und wenn ihr dann die App Office Lens habt, dann drückt ihr beim iPad da drauf, dann könnt ihr hier schon mal wählen, was ihr haben möchtet. Visitenkarte, Foto, Whiteboard, Dokument, Homebildschirm bearbeiten, App teilen, App löschen. So, also länger mit dem Zeigefinger draufdrücken und dann könnt ihr halt eben verschiedene Sachen scannen. Ich nehme jetzt mal Dokument. So, Dokument, jetzt greift er auf die Kamera zu. So, und jetzt sucht er automatisch nach Rändern, die er fotografieren kann und das seht ihr an dem roten Rahmen. So, und dann drückt ihr auf die Aufnahmetaste. So, und jetzt drücke ich auf Bestätigen. Jetzt kann ich die Datei noch begradigen. Also ich kann einen Filter hinzufügen, zum Beispiel, wenn ich merke, das ist nicht so richtig gut geworden. Whiteboard, Aufhellen, Dokument, Schwarz-Weiß. Graustufen. Ich nehme mal Dokument. Das war ja ein Dokument. Dann kann ich es noch zuschneiden, wenn ich also merke, das ist irgendwie nicht so ganz in meinem Sinne. Na, dann kann ich hier die Kanten noch ein bisschen verschönern. So, bestätigen. Ich könnte es drehen. Ich könnte es löschen. Ich könnte Markierungen anbringen. Hier Pyramide, Kegel. So, ich könnte einen Text dazu schreiben. So, und wenn ich dann auf Fertig klicke, dann kann ich die Datei in meinen OneDrive exportieren. Ich kann das als Foto speichern, als PDF. Ich kann es in OneNote einfügen, in OneDrive. So, wenn ich mich richtig erinnere, dann benötigt ihr einen Microsoft-Account. Den kann man aber relativ schnell selber erstellen und kriegt dann halt eben auch Zugriff auf diese Office-Apps. Ihr könnt es in Word oder in PowerPoint einfügen. Ihr könnt das teilen mit Outlook, mit E-Mail, plastischer Reader und weiteren Apps. Ich speichere es jetzt mal in der Fotobibliothek. So, ihr könnt natürlich auch von euren Tafelmitschriften oder von irgendwelchen Bildschirmen einen Screenshot machen. Und ich finde, es ist schon relativ praktisch, weil nämlich ein ganz großer Teil von euren Dokumenten halt eben dann etwas gerader und etwas schöner aussieht. Ihr könnt es dann hier trapezmäßig korrigieren, bestätigen. So. Könnte ich halt eben hier dieselben Filter anbringen. Was ich ganz praktisch finde, Office Lens speichert eure Dateien, wenn ihr mehrere hintereinander macht, mehrere Fotos, könnt ihr das als eine PDF-Datei abspeichern. Ihr könnt zum Beispiel also von eurem Unterricht alle Fotos zusammenpacken in eine PDF-Datei für eure Schüler. Ich finde, das macht das Leben relativ einfach. Wenn ihr es natürlich als Foto abspeichert, dann ist es nur eine Datei, aber ihr könnt es theoretisch, wie gesagt, auch als PDF speichern, könnt es im OneDrive öffnen. Ihr könnt es zum Moodle reingeben. Ja, und ich finde, damit habt ihr eigentlich eine ganz coole Möglichkeit, um euren Unterrichtsalltag, eure Unterrichtsvorbereitung und Nachbereitung etwas
einfacher und komfortabler zu gestalten. Wie gesagt, die Möglichkeit, Dokumente zu scannen und als PDF zu speichern, finde ich super praktisch. Und auch die direkt weiter zu verarbeiten. Element, ne, das ist das Logineo Messenger. Padlet könnt ihr verwenden. Twitter. Das Moodle finde ich gerade nicht. Man kann sogar in GoodNotes einfügen, das benutze ich ja auch ganz gerne. Also ich finde, das ist eine tolle, tolle Sache. Was haltet ihr denn von OfficeLens? Schreibt mir doch mal in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch andere Alternativen, die ihr besser findet. Dann gucke ich mir das auch gerne mal an. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr gesund bleibt. Ich wünsche euch eine gute Zeit mit den Schülern, viel Erfolg mit der Arbeit mit den iPads. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir ein Abo. Und wenn ihr Themenwünsche habt, dann immer auch gerne an mich. Ich freue mich darüber. Das war's von den Lernsnacks. Auf Wiedersehen.